Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, wo bin ich denn hier auf einmal? Ja, ich bin nicht in, weiß ich nochmal, Fairbelly. Und zwar, ich bin hier in Route 5, auf Route 5. Und ja, ich habe mir gedacht, ich wollte jetzt nicht schon im nächsten Part schon wieder einen Arenaleiter machen. Da wären ja, weiß nicht, ein paar Arenaleiter. Vor allem davor, da waren ja zwei Parts hintereinander Arenaleiter. Und ja, habe ich mir gedacht, machst mal folgendes: Du fängst mal ein paar Pokémon, ne? Und ja, da machen wir in diesem Part so ein bisschen den Pokédex ein bisschen füllen. Boah, geh weg. Ja, außerdem habe ich mal einen auf Heuchler gemacht. Ich habe nämlich nachgeguckt, wie sich Porenta entwickelt, und da wäre ich nie im Leben alleine drauf gekommen. Und zwar muss man folgendes machen: Man muss 3 kritische Treffer in einen Kampf machen, und da wäre ich nie drauf gekommen, vor allem weil mein Porenta irgendwie voll Probleme hat, überhaupt am Leben zu bleiben. Also ja, und ja, keine Ahnung, dann habe ich mal angeguckt, wie man das am schnellsten macht, und anscheinend braucht man dafür Lauchstange. Kriegt man aber nur, indem man verschiedene, wenn man einen Porenta fängt und dann irgendwie Glück hat, dass irgendwie eine Lauchstange bei sich trägt. Das heißt, im Laufe des Projekts hätte ich wahrscheinlich nie das Ding entwickelt, weil ich nicht diese Lauchstange habe, weil das, was ich gefangen habe, hatte natürlich keine. Und ja, was die Methode, das Viech zu entwickeln, noch schwieriger macht. Also wahrscheinlich hätte mir das Ding irgendwie nie gesehen entwickelt, und ich will schon das Ding in diesem Projekt auch noch entwickeln. Also ja, deswegen habe ich nachgeguckt, und ja, jetzt weiß ich, wie sich das Ding entwickelt. Ich habe mir sogar einen Porenta gefangen, das Lauchstange hat, und ja, mal gucken, ob ich das irgendwann gebacken kriege. So, in dem Sinne, so, habe ich mich ein bisschen gespoilert, habe ich vorhin auf Feuchter gemacht, seit dem letzten Part, ja, ich sollte mal nebenbei fangen, während ich hier schon so rumlaufe. Und ja, im letzten Part habe ich noch gesagt, nein, dann finde ich das halt eben nicht heraus, oder ich finde das selber raus, und ich habe es ja auch theoretisch selber rausgefunden, indem ich, ja, nachgeguckt habe. Aber ja, bevor sich das Ding irgendwie erst ganz am Ende das Projekt wieder entwickelt oder überhaupt nicht, dann wollte ich das doch schon irgendwie, weil nicht herausfinden, damit wir auch mal sehen in dem Spiel. Dann nützt ja nichts, wenn ich die ganze Zeit mit dem Porenta hier rumlaufe, da kriegt die ganze Zeit auf die Fresse und kriegt irgendwie nichts gerissen. Also ja, so, falls ihr euch übrigens fragt, warum ich mit einem Pionscora rumlaufe, ja, das liegt daran, weil das wirklich das einzige Viech ist, was ich habe, das irgendwie Trugschlag lernen kann. Also diese Attacke, die irgendwie ein Pokémon die AP auf 1 runterballern kann. Und ja, nebenbei habe ich noch ganz andere Pokémon hier am Start, in der Hoffnung, dass sie sich in diesem Part entwickeln, damit wir so hin und wieder auch unseren Pokédex füllen können. Nebenbei die entwickeln halt, ne? Und ja, gucken wir mal, was wir hier alles so gefangen kriegen. Ich werde natürlich alles fangen, nicht nur Galar-Pokémon. Ich habe hier auf dieser Route angefangen, einfach nur, ich glaube, schon maximal gesunken. Ich glaube, ab hier habe ich so irgendwie angefangen, nicht mehr regelmäßig zu fangen. Und ja, weil nicht, dieser Part ist eigentlich nur entstanden, nein, falscher Knopf. Dieser Part ist eigentlich nur entstanden, weil ich nicht schon wieder einen Arena-Kampf machen wollte. So innerhalb von 4 Parts hätte man dann schon 3 Arena-Kämpfe. Ich meine, weiß nicht, da muss auch ein bisschen Abwechslung rein. Ich will auch nicht so schnell die Arena-Challenge hier erledigen. So, jedenfalls Level up. Weil wir hatten Level up. Wenn wir jetzt ein bisschen öfter sehen, habe ich so ein Gefühl. Pikachu ist ein bisschen Schmutz mit seinem Schweif. Beim Hausputz ist sein Großhilfe, aber sein Putzfilm kann auch anstrengend werden. So, Galdidi und Knapfel. Ich glaube, ein Knapfel braucht man doch auch für irgendwas, ne? Für eine Mission. Kann man auch nebenbei machen. Na, ich muss mal ganz kurz gucken, welche Box habe ich gerade. Die hier, okay. So, hatten wir das Vieh schon gefangen? Ich weiß es nicht. Ein Velosi erscheint. So, das hat man schon, okay. Ich habe außerdem Pionscora den Evoliten gegeben.
den wir in der letzten Folge hatten, bekommen haben. Und ja, und ich treffe, Ruin, genau. Ah, gegen dich zu kämpfen mit anstrengend, glaube ich, aber versuchen wir mal. Dieser Psycho, ne? Das Problem ist, du kannst mich fertig machen, wenn ich nicht aufpasse. Spiel, okay, falsche Attacke. Käfer bis. Sehr gut. Hat zum Glück. So, und jetzt sind wir mehr oder weniger außer Gefahr. Natürlich noch mal auf 1 reduzieren. Ja. Schau dich nicht kaputt, keine Sorge. So, einer. Wohin genau? Wohin geht's denn genau? So. Ja, ja. So, das kann jetzt natürlich je nach Glück wieder ein sehr langer Part sein. Oder auch nicht. Boah. Wackel auch wenigstens einmal. Irgendjemand, der Donnerwelle oder so hat. Kann ja eigentlich perfekt sein gegen das Ding jetzt, weil der nicht angreifen kann. Ich kann ja da schon sehen. Pulverschnee, Wangen, so, geh einfach in den Ball rein, danke. Jetzt sehr nett. Ich mich jetzt ja nicht hier 20 Minuten aufhalten oder so. Noah. Mal gucken, kann ich dem Viech irgendwie Donnerwelle oder so beibringen? Ich glaube nicht, ne? Komm, bleib drin, ne? Bleib drin, ne? Bleib drin, ne? Danke. Willkommen im Team. Also nicht im Team, aber komm in meiner Armee, sag ich mal. So. Ich hoffe ja, irgendwas entwickelt sich noch nebenbei, damit wir noch mehr Einträge bekommen. So, es heißt Licht und Schocks. Wenn es Angriff pumpt es sich auf, um einen Gegenschlag vorzubereiten. So, und du, ich habe auch noch nicht, ne? Oder? Oh, ich glaube, dich haben wir sogar. Okay, aber Problem ist, ich mache dir wahrscheinlich voll Schaden, ne? Oder auch nicht. Nicht sehr effektiv. Ja, mit dem Evolid wird das Ding schon ein bisschen aushalten, also kein Ding, so Abschlag. Schlag, du bist. Oh Gott. Ja, gegen den Spukball, gegen den Teil kann ich nicht wirklich irgendwie Abschlag einsetzen, weil Geist ist. Also ja, wirklich nicht. Ich bleib jetzt ohne komplizierte, ohne irgendwelchen Widerstand drinne. Dankeschön und ja, gut. Wir haben irgendwie noch nicht die Entwicklung von diesen Dingens gesehen, von diesen Raffelfiech. Ja, es nähert sich auf Kindern, womöglich auf der Suche nach Freunden. Wenn diese zu wild spielen, ergreift es aber die Flucht. Okay. Ich habe erst gelesen, es ernährt sich von Kindern. okay, ein Goldini soll hier irgendwo sein, ne? Also per Angel. Gut. Dann bitte. Kein Carpador, sondern Goldini. Gebe ich, soll die eins sein. Er ist wieder so dämlicher gemacht. Aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so als Pokémon gilt, das irgendwie nur durch Surfer erreicht ist, so erreichbar ist oder so. Manchmal schwimmen ja auch Pokémon ja im Wasser herum. Ich versuche wieder dreimal. Wenn dann nur Carpados kommen, dann reicht das. Hat lange gedauert. Ja, irgendwie habe ich nur Carpados hier mal auf dem Schirm.
Weißt du was? Ich gehe. So, jetzt kommt aber Galamine 2. Ist hier noch irgendwas, das wie ich habe ich glaube ich schon. Das ist ein Vorenta. Ja. So, wupp. Eilfeder. Was hat denn schon wieder für ein Geräusch? Also ja, das mit dem Porenta wird interessant, ey. Wie soll ich denn das hinkriegen, ey? Ich meine, diese Lauchstange erhöht, glaube ich, kritische Treffer, aber das ist auch wieder so eine Sache. Hätte ich das nicht nachgeguckt, dann hätte ich nie im Leben weitere Porentas gefangen, um noch mal so eine Lauchstange zu bekommen. Was bedeutet, das wäre sehr viel schwieriger gewesen, das Viech überhaupt zu entwickeln, weil kritische Treffer sind jetzt nicht wirklich so. Weil ich habe auch keine kritische Trefferattacken oder so. Und vor allem das Ding muss ja 3 Treffer in einen Kampf machen. Und ihr seht ja, wie schnell Pointer kaputt geht. Also, ich bin schön, dass ich das in so einem Casual Playthrough irgendwie herausfinden sollen. Keine Ahnung. So, habe ich übrigens stört in diesem Spiel. Ich war jetzt auf Route 5, also müsste ich jetzt hier. Oh, ein Knapfel ist da irgendwie am Rumlaufen, da brauche ich doch, glaube ich. Na, na gut, dann such mal. Ich nehme an, die sind so aufgeführt, Dinger. Oder die fallen von so Bäumen runter. Statt so ein Raffel. Weil wäre ja richtig dämlich. Da habe ich ja nur einen Versuch, weil da ist ja nur einmal irgendwo was runter am Runterfallen oder so. Na komm, ich glaube, ich muss hier rumlaufen. Ne? So, gehen wir mal in die Ausrufezeichen rein. Und ich finde mal was. Ja, dann hätten wir, weiß ich nicht, diese eine Quest auch erledigt. Na. Knapfe, Knapfe, nö. Ich würde eher lieber so normale Pokémon hier fangen, diese so auf dem Dings, sie ist auf dem Weg so. Weil das hier kann sehr nervig sein, wenn du was bestimmt suchst. So, habe ich dich schon? Ich weiß nicht. Ich glaube, dich bin ich doch schon begegnet, oder? Ja, in diesem Part. So. Kann man das Viech irgendwo anders finden? Drache? Was? Ja, in der Naturzone. Man sagt mir nicht, dass echt in diesen Bärenbäumen oder so. Weil darauf habe ich jetzt keinen Nerv, ehrlich gesagt. Da gehe ich lieber in diese eine Höhle, in die Galamine 2 rein. Da habe ich eine Menge Pokémon, glaube ich, noch nicht gefangen. Und dieses eine kleine, diese eine kleine Route, die noch draußen war. Problem ist, ich kann nicht gegen allzu starke Pokémon kämpfen, weil mein Fang-Pokémon, sag ich mal, nur Level 31 ist. Also, ich weiß nicht, richtig schon. Ja, vor allem hier sind sie schon Level 24. Wird sehr viel nerviger machen. So, dieses Fallen Pokémon, das brauche ich noch hier oben. Flunschleck, genau. So, ich nehme an, du bist Stahl, ne? Du siehst aus wie Stahl. Du bist voll stark, wirkungslos. Na ja, stimmt. Stahl gibt es nicht effektiv. Ich meine, gar keine Wirkung auf Stahl. So, na. Gott, das wird lange. Okay, aber ja, das war jetzt auch nicht geplant, irgendwie der spannendste Part zu sein. Also, ich glaube, da müssen ein paar Potions irgendwann winken. Ja, warum nehme ich nur eigentlich nicht meine normalen Team-Pokémon mit?
weil ich nicht will, dass die überleveln, die Blöde. So, und das könnt ihr jetzt. Und wir setzen mal physische angefallen bisher. Metal Sound, ja, okay. Wenn du jetzt mit irgendeiner Spezialangriffe in die Ecke kommst, ich nur anpustest damit, dann bin ich auf jeden Fall weg. Also, aber machst du nicht. So, nee, das reicht nicht. Komm in mein Team. Und ich habe irgendwie komisch geworfen. Aha. Das haben sie wieder eingeführt. Da war, glaube ich, in Pokémon Schwarz und Weiß zum ersten Mal. Dass du manchmal so einen besonderen Wurf machen kannst, mit denen du sofort alles fangen kannst. Cool. War das nicht so, dass das irgendwie öfter auftritt, wenn man mehr Pokémon fängt, was ja perfekt wäre. Das Leben inmitten von stark eisenhaltigem Schlamm führt dazu, dass es einen robusten Körper aus Stahl entwickelte. Also ja, aber nicht schlecht, wenn ich irgendwie, weiß nicht, die Pokémon einfacher zu fangen werden auf diese Weise. Ich meine, da war irgendwie was. So, kann ich jetzt hier mal sehen, was hier so rumläuft. Jetzt zeigt mir nur auf Route 5, das kotzt mich so an. Warum kann man das nicht irgendwie ändern? Ich will sehen, was hier rumläuft, was hier noch zu fangen ist. Ich bin der Einzige, was mich so richtig stört hier bisher. So, dich habe ich glaube schon, ne? Oh, weiß nicht, habe ich dich schon? Ein Zurokex erscheint. Ja, Dreck. Glaube ich, muss so in höherleveligen Orten hingehen oder in die Naturzone. Aber da halten wir uns noch erstmal fern. Oder soll man da hingehen? Problem ist, die Pokémon, die waren einfach zu stark. Ich jetzt schon hier weitergehe, hier draußen sind glaube ich noch Rutus und so, oder Noctus meine ich, die sind doch schon wieder irgendwie über mein Level. Krieg ich noch nie im Leben gefangen. Oder Mogelbaum, aber Mogelbaum habe ich glaube ich, ne? Dann ab zur Naturzone, fangen wir die ganzen Level 15er Pokémon, würde ich sagen. Problem ist, ich weiß nicht, wo die Schwachen sind und wo nicht. Ich nehme an, da. So. Komme ich irgendwann und fange die ganzen anderen Pokémon, wenn ich noch stärkeren Dings habe, noch stärkeren Fänger, sag ich mal. Vielleicht, wenn es dieses Pion Scorer entwickelt, ich weiß nicht, wann es das entwickelt. Level 30 und so wäre doch nicht schlecht. So, habe ich dich schon, Dusselgura. Ein Dusselgura. Okay. Das ist sonnig, das ist sonnig. Ja, dich müsste ich einfach fangen können. Ich krieg den noch nicht mal auf Dings runter, ey. Ja, komm her. Und jetzt die Pokémon, die ich jetzt gerade ja mit mir habe, die werden sich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht entwickeln. Einfach weil ich hier keine Erfahrungspunkte kriege. Nee. Boom. So. Weiß auch gar nicht mehr, wann sich voll die entwickelt. Ich glaube, Level 20 oder so. Ah, Täubchen Pokémon. Es taucht dort auf, wo Menschen leben. Beim Füttern muss man vorsichtig sein, dass ich sonst schnell 100 von ihnen versammeln können. Alles klar. Was ist hier noch? Was war das? Aber die Pokémon, die ja immer rumlaufen, ändern sich auch jedes Mal, ne? Ich sehe überhaupt nicht, was da drin ist. Ich erkenne das nicht. Ach, das sind diese Viecher, oder? Diese Hasen. Rabauts. Die fette Version von dem Viech. Das, nein!
Obwohl, aber ich glaube, das habe ich schon, ne? So nicht. Level 7. Ich hätte ja voll früh schon eins fangen können. So. Wartet. Oh. Ein Ninjask. Komm her. Hm, L15, perfekt. Da kriege ich neun. Du hast gerade Trugschlag eingesetzt. Temposchub. Ja, eigentlich wäre ein Ninjask nicht schlecht zum Pokémon fangen, habe ich so ein Gefühl. Ja, na. Ja, du musst da natürlich diesen Kampf wieder ein bisschen in die Länge ziehen, ne? Ja, wieder so von klar. Ja. Ich könnte auch einfach mal einen Pokéball werfen. So, komm her. Ich bin ja immer noch überzeugt, er hat nichts irgendwie mit den AP zu tun, sondern mit der Fangrate. Das zum Beispiel entwickeltes Pokémon. Boom. Aber anscheinend hat er nicht so eine Ohr. Oder niedrige, ich weiß gar nicht. Niedrig, wenn niedrige gut ist oder eine Ruhe. Bin ich irgendwie schon immer verwirrt. Laufspann, längere Zeit seinem Gesang löst ja dauerhaft Kopfschmerzen aus. Es ist so schnell, dass es beinahe unsichtbar zu sein scheint. Ist er aber nicht. So. Dann haben wir ja noch Vulpix. Skoppeleisen, die Dinger. Hey, dich habe ich auf jeden Fall noch nicht. Eines der besseren Pokémon aus Pokémon Schwarz und Weiß. So. Tschüss. Sonst natürlich auf Level 28 auf einmal um Ecke. So, dich. Du bist auch schon einfacher, wahrscheinlich zu fangen, ne? So, boom. Trugschlag. Mal bitte mein Pion Scorer muss ich entwickeln, damit dann irgendwie einfacher wird. So Gefühl. Und die Entwicklung von dem Teil. Oh, schon wieder so ein spezieller Wurf. Ja, ich glaube, da wird sich, wenn man mehr Pokémon fängt. Da kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Man sagt, wenn es auf Wasseroberflächen schöne Kräuselwellen zu sehen sind, liegt das an den Schallkorb, die unter Wasser schrill rufen. Sag bloß. Ja. Den Pokémon haben wir schon gefangen, da waren jetzt gar nicht so wenig. Ich habe ich schon. Ist wieder ein Schallkorb. Mhm. Hier waren noch diese Geister-Pokémon, ne? Ja. So gefühlt sind aber wieder ein bisschen stärker. Schallquap. Habe ich dich schon? Ich weiß es nicht. Ein Pam Pam. Pam Pam. Ich gebe dir auch mal ein Pam. Ja, perfekt. Ja, wahrscheinlich wird länger dauern jetzt, aber komm. Ja. Du willst halt nicht auf dich zukommen, alles klar. Ja, aber du musst es auch. Oh, das ist eigentlich nicht gut. Okay, ich werf schon mal einen Ball. Der Hagel wird mir ja dieses Fangen irgendwie ruinieren, habe ich so ein Gefühl. Soll doch nicht so schwer sein, ne? Komm, danke. Finde ich gut, dass du mir nicht so auf den Nerven gegangen bist. Nein, nein. Ich
Verzehrer und Fessler, also Hortattacken. Deswegen hat er auch Horta gelernt. Ja, es imitiert sein großes Vorbild Pandagro, wo es nur kann. So lernt sich, wie man kämpfen und jagt. Wie man kämpft und jagt. Ich wollte dich nicht. Okay. Nein. Jetzt aber irgendwas, was ich noch nicht habe, rumgelaufen. Wo bist du? Nein, geh weg. Oh, du bist ein Dings. Schneebedeckt, genau. Die Dinger, die sich in Drecksbizarre verwandeln. Drecksbizarre meine ich. So, oben. Einmal Trugschlag. Und du bekommst ja keinen Schaden durch Hagel. Also kann ich ruhig ein bisschen mit dir die AP runter senken. Komm her. Trugschlag. Ja, noch einmal. Ich darf dich nur nicht mit einer Feuerattacke irgendwie anpusten, dann bist du weg. Oh, was Schnee. So. Einer. Rip. 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 Alles klar. Alles mit dem ersten Versuch. So muss das. Es wäre toll, wenn sich irgendwelche Viecher entwickeln würden in mein Team. Das wäre nicht schlecht. Bergen und steckt seinen Füßen in den Schnee, um über Wasser und Kälte zu absorbieren. Um darüber Kälte und Wasser zu absorbieren. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So. Vier Schneebedecks. Auf dem vier Schneebedecks in der Bar rein. Neben ist kalt. Ja, könnte ich auch mal irgendwann mal wieder machen, aber nee. Ja. Ich meine, es herauszufinden, was das für Viecher sind, die da im Gras rumlaufen. Ne? Was ein Xato? Hm. Ist wahrscheinlich voll stark, ne? Bist du? Ich sehe schon wieder nicht, was du bist. Ein Dings. Okay, das habe ich aber schon. So, Smetbo. Oh, ich kann sogar von hier. Der ist weggeflogen. Und ja, ich kann ja pfeifen. Das hat vielleicht auch mal macht, ey. Ich habe nicht gewusst, dass man mit der Dings auch irgendwie ja. Saftmann habe ich doch schon mal gefangen, ne? Da könnte mein alter Spielstand gewesen sein, also nicht. Ja, muss ich wieder neu fahren. Als Smetbo hätte ich gern gehabt, aber nein. Na, warte mal, ah, nee, ist Sonne, ne? Ist kein Hagel. Also ich weiß ja nicht, weil das hier Sonne sein soll. Sieht mehr aus wie Nebel oder so. Aber okay, wenn ihr sagt. Das Saftkorn wurde gefangen. Ah, niemand wird ja sich entwickeln, habe ich so ein Gefühl. In diesem Zustand war es auf die Entwicklung. Es kann nur seinen Panzer halten, da bewegt es sich nicht, um nicht angegriffen zu werden. Und dann wird es von irgendeinem Typen gefangen. So, das ist irgendwie verdächtig, also da ist voll die Welle irgendwie noch um den Strahl herum. So, hier sind die halt Pokéball, war perfekt. Keine Ahnung, wenn die irgendwie so frei hier so auf dem Weg rumlaufen, habe ich so gefühlt, die sind ein bisschen stärker. Das ist mal Cholo. Naja, du. Ich habe glaube ich auch noch nicht, oder? Es regnet.
weiß übrigens nicht, wie lange der Part sein wird. Mal, wie weit ich komme hier so. Da dürfte eigentlich gar nichts abziehen. Ein AP. Ja. Bei Käfer und Gift, ne? Warum ist Kampf nicht effektiv gegen Gift? Was für eine Logik sein da? Kannst du irgendwas Giftiges nicht schlagen oder so? Ist das irgendwie so die Logik? So Gift setzt irgendwie so gleich mit so Säure und so was alles, ne? Ich nehme an, du willst nicht irgendwie so was treten oder schlagen. So. So, übrigens weibliches Bacholo. Irgendwie merkwürdig. Boom. Also irgendeiner entwickelt sich mal. So nehme ich euch eigentlich alle ja mit, ey. Mit der Welt sieht. Sein ganzer Körper besteht aus Muskeln. Auch wenn es nur groß wie ein Menschenkind ist, kann es 100 Erwachsene jonglieren. Also manchmal ist das doch voll erfunden, was die da reinschreiben in den Pokédex. Es kann 100 Erwachsene jonglieren. Das glaube ich irgendwie nicht. Bock sich da meine an. Jetzt glaube ich eher nicht, ey. Das Gunkapu habe ich, glaube ich, schon. So. Und ich gebe meine Pokébälle hier wieder. So, gucken wir mal. Ja. Kapo oder Tiam? Was? Ich habe mich verirrt. Wie? Weil so stark am Regen hat, ja rausgefallen sind oder was? So. Oh, jetzt hat natürlich weg. Man Garados übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Was haben wir ja? Bronze. Das ist auch voll stark sein, oder? Oh ja. Muss jetzt ja wissen, ne? Habe ich einige von denen hier gekauft. Das ist ein bisschen dämlich, ey. Was soll ich ein bisschen, was hier höher levelige, oh Gott, Gebiete sind und was nicht, oh Gott. Ich will ja raus. Wo ist, bin ich hier eigentlich? So, hier müssten wieder kleinere umlaufen, ne? So auf dem Weg zu Claw City müssten die doch eigentlich noch recht human sein vom Level. Skoppel, Spunkabo, Duflo. Hey. Ein Duflo erscheint. So, 27. Aber ich bin relativ Resistenz gegen dich, weil ich bin Käfer und ich bin Pflanze und du. Ja, viel Glück damit. Er hat sogar mal abgezogen, was? Ja. Versuchen wir mal. Wenn ich dann rennen war, dann rennen wir, dann rennen wir und dann rennen wir. Ja. Oh. Wie tut Gigasauger überhaupt was abziehen gegen mich? Genau, bin ich nicht Käfer und ja, bin ich nicht Käfer und Gift, müsste doch eigentlich gar nichts abziehen gegen mich. Ja, was? Und dann noch Evoli, ne? Wie zum Kuckuck das Ding überhaupt Schaden gegen mich machen? Hilft eigentlich gar nichts abziehen. Das Teil echt so schwach. Na, guck mal, was hier noch rumläuft. So, irgendwie taucht hier immer ein Relaxo auf an der Stelle. Wo bist du denn? Ja, du bist ein Scorer. Na,
euch sehen könnte. Ich sehe immer erst gar nicht, was ihr seid. Da, das ist bestimmt stärker. Boah. Müsst mal ein bisschen größer sein. Ich sehe euch darin gar nicht. Schon wieder am Pokéball. Langsam habe ich mal genug von denen gesehen. Das ist mal was Neues. Was seid ihr? Ihr seid Alter. Ich glaube, wir sind ja fertig mit dem Fangen von Zeugs. Ja, du bist, glaube ich, Wasser, ne? Wassergeist oder so. Was ist das denn? So. Bist du denn? Was ist das denn für einer? Oh, ich werde extrem stark. Warum bin ich gegen das Ding hier reingegangen? Ist so die Entwicklung von Raffel? Ich glaube, wir sind ja fertig mit dem Fangen. Dem Fangpart. Jetzt wird alles wieder voll extrem stark hier. Ja, wir haben wenigstens gesehen, wie jetzt die Entwicklung aussah von dem Teil. So, gibt es hier irgendwas noch? Noch halbwegs, was ist das schon wieder? Boldi. Ja, komm du. Hier, du bist jetzt wieder Level 35 oder irgend so was. Ich muss ja doch hier durch diese Gegend durch. Also kannst du ja nicht so hoch gelevelt sein, oder? Ach. Abschlag. Ich krieg noch. Pass auf. Oh, perfekt. Danke. Mitten in den Kopf rein. Okay, jetzt möchte ich nur fangen. Dürfte ja nicht so schwer sein, ne? Und ich hab voll drauf heute. Dürfte auch gute Erfahrungspunkte kriegen, wenn es klappen würde. Natürlich tut es nicht klappen. Ah, komm schon, jetzt mal mir nicht so schwierig wieder hier. Also schon fast drin, ne? Komm, geh rein. Komm schon, komm schon. Boah. Du. Okay, ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt selber kaputt raus, ne? Ja, das war's mit Erfahrungspunkt für den. So. Kann ich eigentlich nur noch hoffen, dass irgendjemand hier überlebt, während ich das Ding empfange. Ich weiß, ich kann Superbälle und Hyperbälle und so einsetzen, aber nein. Eine Erklärung dafür ist nein. Dreck. Okay, das dürfte den nicht erledigen. Ja. So, jetzt bleibt drin, verdammt. Macht mir jetzt hier nicht so nervig. War schon einmal, boah. War schon einmal so gut wie drin, ey. Jetzt tut der nur so am Rumzicken. Geh rein. Ja. Danke. Oder war es dann auch für diesen Part? Jetzt wird das nur noch nerviger, ne? So, kein von diesen Schwächlingen entwickelt. Finde ich schon mal sehr gut. Sie bestehen aus Lehm und existieren schon sehr lange. Einige von ihnen haben den unerklärlichen Drang, große Felsen auseinanderzureihen. Okay. Und was ist das mit meiner Fangaktion? Da kam schon direkt das nächste Ding. So, außerdem, wir gehen jetzt noch mal kurz nach Claw City, ne? Claw City war das, ja. Um uns wieder hoffentlich so einen Bocken abzuholen, weil wir haben kurz nach 12, kurz nach Mitternacht, wir haben 0:21 Uhr. Also hoffentlich kommt jetzt direkt schon wieder ein neues Item, das wir uns hier abholen können, nach dem letzten Part.
Sehr grüß, junger Mann. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Aber natürlich, wundervoll. Dann fange ich so gleich an. Denn wenn als Kampf ein Sandsturm herrscht, dann steigt die Spezialverteidigung von Gasteins Pokémon. Alle Pokémon außer denen von Typ Gestein, Boden und Stahl erleiden in jeder Runde Schaden. Die Stärke von Attacken wie Solarstrahl, die sich des Sonnenlichts bedienen, sinkt. Die Attacken wie Synthese und Morgengrauen stellen weniger KP her als üblich. Boom. Ein Glattbrocken. So. Du bist der Erste, der mir bis zum Schluss zugehört hat. Bitte nehmen dies als zusätzlichen Ausdruck meines Danks. Ein Allzweckschirm. Der Träger ist gegen diverse Wetterphänomene geschützt. Okay, cool. Und noch morgen. Okay. Kriegen wir noch mehr Brocken von denen oder was? Oder die gleichen wieder? Keine Ahnung. So, jedenfalls haben wir das erledigt. Haben wir wieder ein paar neue Items bekommen. Ich kann da mal bei Dings vorbeischauen direkt. Bei Passback. Und dann. Ja, reicht das auch. Was hat heute Angebot? Ein Fokusband. Ja, damit. Ich habe genug Asche. Habe ich das schon? Ein Item, das den Kampf auf Fähigkeit verhindern kann, da ein Träger 1 KP bleibt. Rissige Kanne schon wieder? Ich suche einen Steinknochen, wir dafür 11 von 111 zahlen. Ich habe einen. Bam. Gib mir noch mehr Geld. Schon direkt wieder mein Geld zurückbekommen. Ne? Gut. Da wollte ich noch irgendwas machen. Ich glaube, wollte noch irgendwas machen, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Gut, keine Ahnung. Was ich aber offscreen machen will, ist wahrscheinlich diese zwei Typen da aufsuchen in der Naturzone, damit die mir irgendwie Fossilien ausgraben. Ich glaube, das werde ich mal machen, damit ich hoffentlich irgendwie ein neues Fossilien-Pokémon irgendwie aufwecken kann, damit wir ein neues Gesicht bekommen. So, wie sieht es jetzt Pokédex-mäßig aus? Wie viel habe ich gefangen? 75 gesehen, 157. Okay, jetzt zeigen die mir, was hier so rumläuft. Ey, stört nicht. Gut, alles klar. Dann sage ich, das war's für diese Folge. Ist jetzt nicht viel passiert, aber dafür in der nächsten Folge werden wir uns um die Arena-Leiterin kümmern. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.